Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich das Unboxing des aktuellen Glossybox Ostereis für euch, welches ihr aktuell noch bekommen könnt. Von daher dachte ich mir, dass so ein kleines Unboxing am Rande vielleicht ja ganz hilfreich ist, damit ihr eben entscheiden könnt, ob das Ei für euch etwas ist oder nicht. Ich hatte euch ja gesagt, dass es das Ei aktuell noch zu kaufen gibt. Solltet ihr kein Glossybox Abonnent sein, würde das Ei 45 Euro kosten und solltet ihr Abonnent der Glossybox sein, würde es 35 Euro kosten. So sieht das Ei übrigens aus. Ich finde es tatsächlich wunderschön und genau so hätte ich mir die Glossybox Wonderland Box gewünscht. Ihr seht, falls es nicht zu doll spiegelt, wir haben hier praktisch eine Szene aus Alice im Wunderland und es ist einfach total hübsch in Roségold gestaltet. Es sind überall kleine Details drauf, wie Hasen, eine Uhr, diese ganzen Tränke, die sie trinkt. Also es ist wirklich ein rundum schönes Ei, welches ihr hier oben mit einer Schleife öffnen könnt. Und das hätte ich mir tatsächlich für die Wonderland-Box gewünscht. Also das ist wirklich die Reinkarnation meiner Idee für die Wonderland-Box. Bevor ich jetzt aber wieder in einen endlosen Monolog der verpassten Chancen falle, würde ich sagen, öffne ich das Schleifchen einmal. Wir fangen mit dem Unboxing an und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe das Schleifchen jetzt übrigens einmal aufgemacht und hier können wir jetzt einfach den Deckel anheben und so sieht der erste Blick in das Ei aus. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt auch einfach ohne eine bestimmte Reihenfolge Produkt für Produkt aus dem Ei und wir fangen hiermit einmal mit einer Mascara von Art Deco an. Und zwar haben wir hier die Twist for Volume Mascara. Die sieht so einmal aus. Und ich glaube, dass es sich bei dieser Mascara um eine, um eine Bürste handelt, die man eben manuell verstellen kann, um so eben nochmal den Effekt der Mascara zu verstärken, weil man eine andere Borstenausrichtung hat. Also so verstehe ich das jetzt. Soll übrigens von Verlängerung zu Volumen schenken. Das heißt, man kann es wirklich wahrscheinlich einfach irgendwie rumdrehen. Jetzt frage ich mich aber, wie das funktionieren soll, weil man muss ja eigentlich dafür... Also entweder haben sie es so gelöst, dass man irgendwie an dem Stiel etwas drehen muss und dann ändert sich der Applikator. Oder man muss direkt am Applikator etwas drehen, was natürlich ein bisschen messy wäre, weil da oben ist ja die ganze Mascara. Also wie das genau funktioniert, kann ich euch tatsächlich nicht sagen, da das hier auch nicht wirklich drauf steht. Nee, hier steht einfach nur, dass es eine drehbare Bürste ist, die eben eine Verlängerung und die Trennung der Wimpern garantieren soll. Und wenn man die Bürste praktisch eindreht, soll man Volumen, Schwung und optische Verlängerung erhalten. Das heißt, man hat praktisch zwei Mascara-Bürstchen in einem, die jeweils unterschiedliche Sachen können. Ja, ist an sich ganz cool. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Mascara behalten werde, um ehrlich zu sein, da ich doch noch ein recht großes Backup zu Hause habe. Und die klingt zwar schon ganz spannend, aber andere Mascaren klingen da doch ein bisschen spannender. Von daher, es ist ein schönes Produkt für die Box auf jeden Fall, aber das hier wird wahrscheinlich weiter wandern. Wie auch schon in den Boxen findet man in dem Osterei auch kein Heftchen, sondern eben nur einen QR-Code, der einem das Online-Magazin öffnet. Ich habe euch im Prinzip schon alles vorgelesen, was es Wissenswertes über die Mascara zu wissen gibt. Und ich habe jetzt hier auch nochmal gesehen, es gibt wohl am Ende der Kappe ein Rad, mit welchem man eben den Applikator ändern kann. Von daher wissen wir da jetzt auch Bescheid, aber wie gesagt, ich habe aktuell so viele Mascaren auf Lager, dass die hier wahrscheinlich weiter wandern wird. Und auch das zweite Produkt wird definitiv nicht bei mir bleiben, da ich so eine Art von Produkt einfach schlichtweg nicht gebrauchen kann. Wir hätten hier nämlich von Ultrasun den After Sun Tan Booster, ein After Sun Gel mit Selbstbräuner für sensible Haut mit kühlenden Inhaltsstoffen. Ja, ich meine, schaut mich an, ich habe es nicht so wirklich mit Bräune und selbst wenn ich jetzt gebräunt wäre, würde ich mich wahrscheinlich nicht an solche Produkte rantrauen. Das ist jetzt ein Gel, das heißt, es lässt sich wahrscheinlich noch mal ein kleines bisschen besser und auch einfacher verteilen als beispielsweise ein Mousse oder ein Spray.
Aber nichtsdestotrotz, ich bin halt nicht der Typ für solche Bräunungsprodukte. Und ich finde es auch immer schwierig, solche Produkte mit in die Boxen zu legen, um ehrlich zu sein. Also da gibt es doch immer, würde ich mal behaupten, eine recht große Menge an Leuten, die damit eben wirklich ja absolut gar nichts anfangen kann. Was aber für dieses Produkt spricht, hier sind keine Mineralöle drin, Silikone, Emulgatoren und Konservierungsstoffe. Also es scheint an sich ein gutes Produkt zu sein, aber ich kann damit halt echt absolut gar nichts anfangen, bin wie gesagt auch kein Fan davon, solche Produkte in Boxen zu bekommen und ja, das hier wird auf jeden Fall weiter wandern. Dieser Tanning Booster soll die Bräune natürlich nicht nur verlängern, er soll die Haut auch mit wichtiger Feuchtigkeit versorgen, die natürliche Bräune verstärken und gleichzeitig für einen wunderschönen Glow sorgen. Das Gel soll die Haut kühlen, es soll schnell einziehen und es fettet wohl nicht nach. Ich muss jetzt sagen, als Bräunungsleihe bzw. als ja, nicht ansprechbarer Kunde für so etwas, muss ich sagen, dass sich das wirklich gut anhört. Wie gesagt, die gelige Auftragsform, das macht in meinem Kopf irgendwie auch Sinn, dass man da eine streifenfreie Bräune hinbekommt. Aber nichtsdestotrotz, das ist einfach nicht mein bevorzugtes Produkt und das hier wird definitiv weiter wandern. Aller guten Dinge sind drei und mit dem dritten Produkt kann ich definitiv eine Menge anfangen, denn wir hätten hier mal wieder ein Produkt von Bubble Tea und zwar das Peony and Cherry Blossom Duschgel. Das sieht nicht nur richtig schön und ansprechend aus, also das muss ich wirklich sagen, das ist auch sehr im Stil von Alice im Wunderland gehalten. Also man hat hier eine Uhr, man hat hier die kleinen Kaffeetassen, die Spielkartensymbole. Es ist optisch wirklich schön anzusehen. Peony ist ja die Pfingstrose und Cherry Blossom ist ja die Kirschblüte. Das heißt, eigentlich müsste ich den Duft mögen. Das ist jetzt nur noch zu. Okay, ich würde es wahrscheinlich noch zu lassen. Ich würde zwar echt gerne dran riechen, aber ich denke gerade an meinen immensen Vorrat im Badezimmer. Also wenn ich wirklich eins, ja, en masse habe, ist es Duschgel. Das heißt, ich würde das hier jetzt tatsächlich zulassen, nicht unnötigerweise öffnen, da ich eben nicht weiß, wann ich das hier als nächstes verwenden werde. Aber das hier gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das ist wohl auch mit Tee infused. Also da ist Tee... wieso fällt mir jetzt die Übersetzung nicht ein? Also da sind praktisch Tee-Extrakte mit drin, wenn man so möchte. Und ja, also das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut und ist ein richtig schönes Produkt. Dieses Duschgel soll die Haut besonders sanft reinigen und wunderbar weich hinterlassen. Hier sind neben Tee-Extrakten ätherische Öle und Aloe Vera drin, was der Haut eben ja Feuchtigkeit geben soll. Und es soll einen langanhaltenden, süßen Duft nach Pfirsich und Kirschblüte haben. Okay, ich meine, Pfirsich ist nicht Peony. Peony ist die Pfingstrose, Peach wäre Pfirsich, aber hier steht Peony drauf und hier unten steht auch in Peony and Cherry Blossom Fragrance. Okay, also entweder ist jetzt irgendwo, ich schätze mal, im Online-Magazin ein Tippfehler drin oder hier ist wirklich irgendwas Peachiges drin, aber eigentlich sollte dieses Duschgel nach Pfingstrose riechen. Kurios, weil es gibt auch keine zwei verschiedenen Sorten. Naja, dann wird sich da wahrscheinlich ein Tippfehler eingeschlichen haben. Was ich bei den Bubble Tea Produkten nur immer so schade finde, wir hatten ja schon des Öfteren Bubble Tea Produkte in der Lookfantastic Box und wenn man dann auf Lookfantastic geht, ist das Produkt meist ausverkauft oder schon gar nicht mehr auf Lager. Also ich finde jetzt diese spezifischen Bubble Tea Produkte aus den Boxen nachzukaufen tatsächlich relativ schwierig. Ich meine, nicht, dass ich es jetzt zwingend machen würde, aber man hat irgendwie auch nicht wirklich die Option. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein schönes Produkt, ein schön frühlingsfrisches Produkt und darüber freue ich mich sehr. Bei dem vierten Produkt handelt es sich um ein Produkt, welches ich wiederum wieder weitergeben werde. Und zwar hätten wir hier von Coco Star die Plump Lip Capsule Mask. Hier ist also anscheinend so eine kleine Kapsel enthalten und tatsächlich, also man sieht es hier so ein kleines bisschen durchscheinen, also ihr wahrscheinlich nicht, aber hier sind so kleine Plastikampullen drin, die, meine ich, sogar in Herzform kommen
Und die soll man sich dann eben ja auf die Lippen geben, damit die eben nochmal extra Pflege abbekommen. Ich muss sagen, ich finde die Verpackung ziemlich cool. Also hier sind 7 Kapseln drin, die eben dafür sorgen sollen, dass die Lippen so ein kleines bisschen voller erscheinen, was vielleicht auch ja mit irgendwie Chiliöl oder sowas erreicht wird oder eben irgendein Inhaltsstoff, der die Lippen praktisch so ein bisschen reizen soll, damit sie eben voller erscheinen, besser durchblutet sind. Aber ich muss sagen, ich finde die Verpackung eigentlich ziemlich cool. Nichtsdestotrotz wird das Produkt weiter wandern, denn ach, ich weiß nicht, mir ist tatsächlich, glaube ich, die Anwendung ein bisschen zu nervig. Also ich habe es da lieber, wenn ich einfach nur Labello aufdrehe, mir das auf die Lippen gebe, zudrehe, fertig, als dass ich jetzt hier die Kapsel aufbreche, mir das Produkt auf die Lippen gebe und ja, die Kapsel dann wegschmeiße. Plus bin ich kein großer Fan von solchen aufpolsternden Produkten, da meine Lippen wirklich sehr, sehr, sehr sensibel sind und meistens da eben irgendwie Chiliöl oder was anderes enthalten. Und das brennt bei mir einfach immer wie Feuer. Von daher, es sieht cool aus, aber es wird definitiv nicht bei mir bleiben. Ich muss jetzt aber dazu sagen, dass hier in der Beschreibung nichts von irgendwelchen brennenden Inhaltsstoffen steht. Also das Volumen soll wohl einfach durch extreme Pflege erreicht werden und schaffen sofort Abhilfe bei trockenen und rissigen Lippen. Freu dich auf einen geschmeidig weichen Kussmund mit Jojoba und Arganöl. Ich weiß nicht, also ich sehe jetzt auch tatsächlich nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass es eben so reizende Inhaltsstoffe beinhaltet. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mir dieser Kapselauftrag wirklich ein bisschen zu, ja, zu viel ist. Von daher ist ein cooles Produkt, aber es wird auch hier tatsächlich nicht bei mir bleiben. Machen wir mit einem dekorativen Make-up-Produkt, was wahrscheinlich bei mir bleiben wird. Denn wir haben hier einmal von Banana Beauty einen Lip Liner in der Farbe Rosé O'Clock. Das klingt erstmal nach einer Farbe, wo ich sage, das klingt interessant. Von daher, ich habe ihn mir auch noch nicht angesehen. Die haben ja übrigens immer so eine süße Peel-Verpackung, dass man das Produkt eben wie bei der Banane hier rausschälen kann, was auch erstaunlich gut klappt. Und hier befindet sich dann einmal der Lip Liner drin. Und das scheint wirklich eine schöne Farbe zu sein. Also der Name ist definitiv Programm. Hier unten kann man die Farbe schon so ein bisschen erkennen. Das ist ein richtig schöner. Oh Gott, den kriege ich gar nicht auf. Ich kriege den Lip Liner nicht auf. Okay. So, meine Güte, das war jetzt wirklich ein Kraftakt. Das ist ein sehr pudriges Rosa. Aber ich denke, jetzt bin ich mir unsicher, weil das geht schon fast so ein bisschen in Richtung, könnte meine Zähne gelblich erscheinen lassen. Aber ich werde ihn jetzt einfach mal hier. Oh, okay. Das ist doch schon ein sehr, sehr, sehr intensiver Rosaton. Ja, hier kann man es gut erkennen. Der sieht schon sehr, sehr rosa aus, muss ich sagen. Also, ich hätte gehofft, dass der vielleicht ein kleines bisschen mehr in die Alt-Rosé-Richtung geht, dass da vielleicht noch so ein bisschen Lila mit drin ist. Aber der sieht schon sehr rosa aus und leider auch wie so ein Rosaton, ja, der die Zähne potenziell gelber erscheinen lassen könnte. Schade. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich das Produkt behalte, aber ich kann halt nicht gut mit solchen pudrigen Rosatönen. Von daher wird das Produkt wahrscheinlich auch weiter wandern. Und ihr merkt, das ist irgendwie nicht mein Ei tatsächlich. Also bis jetzt ist die Ausbeute aus dem Paket oder aus dem Ei doch recht mau. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, was es Wissenswertes über den Liner zu wissen gibt. Gut, über den Lip Liner lässt sich jetzt natürlich nicht so viel sagen, denn ja, was will man groß über einen Lip Liner sagen? Der ist halt semi-matt, hat einen soften Rosaton und soll einen vollen und definierten Kussmund zaubern. Das heißt, es gab auch tatsächlich nur diese eine Farbe, keine, ja, Auswahlfarbe. Was es allerdings gibt und was auch ganz interessant für euch sein dürfte, man kriegt mit dem Code GLOSSYBOX 30% auf alles bei
bananabeauty.de. Ich werde euch das hier unten nochmal reinschreiben. Ich werde es auch unten in die Infobox schreiben. 30% bei Banana Beauty klingt natürlich gut. Alleine schon, da dieser Lip Liner auch stolze 18 Euro kostet, da würde sich das dann auf jeden Fall lohnen. Ja, finde ich schade, da ich dieses Produkt eigentlich schon ganz gerne behalten hätte. Aber es ist eben leider nicht so ganz meine Farbe. Von daher wird der hier auch weiter wandern. Machen wir mit einem Produkt für die Haare weiter. Und hier hätte ich einmal von Christophe Robin die Hydrating Melting Mask mit Aloe Vera für hydriertes, glänzendes und voller erscheinendes Haar. Das klingt wiederum nach einem Produkt, welches ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, da es mir schon wichtig ist. Also ich habe sehr trockene Haare tatsächlich. Und meine Haare und meine Haut brauchen irgendwie immer, ja, gleichermaßen viel Feuchtigkeit. Ich habe bewusst, glaube ich, noch kein Produkt von Christophe Robin behalten. Die hatten ja immer diesen Kopfhautscrub in den Boxen. Aber so eine Maske klingt jetzt, ja, für mich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Ich werde mal dran riechen, ob das auch gut riecht. Ja. Doch, das ist ein sehr angenehmer Duft und das ist wirklich ein Produkt, das gefällt mir. Also das werde ich auf jeden Fall testen, da meine Haare eben wie gesagt viel Feuchtigkeit brauchen und hierüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Diese Maske soll eben, wie der Name schon sagt, besonders viel Feuchtigkeit in das Haar zurückführen. Sie soll trockenem und stumpfem Haar Glanz, Volumen und Geschmeidigkeit verleihen und das Ganze soll eben mit Aloe Vera und Leinsamenöl erreicht werden. Was ich ganz spannend finde, hier steht jetzt, dass die Maske von der Kopfhaut bis in die Spitzen einmassiert werden soll. Normalerweise ist es ja eigentlich so mit Masken, dass man die Kopfhaut auslassen soll, da sie dann doch eben besonders reichhaltig ist und es sein kann, dass die Haare dann gerade am Ansatz schnell fettig aussehen. Das finde ich jetzt tatsächlich ganz spannend. Ich muss aber sagen, dass ich es, das Gewohnheitstier, wie ich bin, wahrscheinlich nicht machen werde. Also ich werde diese Maske wahrscheinlich wirklich nur in die Längen geben, da mir das auf meinem Ansatz wahrscheinlich wirklich zu viel ist. Also ich habe, gerade wenn ich irgendwie Masken zu weit oben auftrage oder das Shampoo oder was auch immer nicht richtig auswasche, schnell einen fettigen Ansatz und das möchte ich damit gar nicht erst riskieren. Von daher werde ich das hier wahrscheinlich wirklich nur in die Längen geben. Aber nichtsdestotrotz, Gott, wie oft habe ich heute schon nichtsdestotrotz gesagt, ein schönes Produkt, über welches ich mich sehr freue. Machen wir mit dem nächsten Produkt weiter und auch hier hätte ich wieder ein dekoratives Make-up-Produkt für euch. Und zwar von MCO Beauty, den Cheek and Lip Tint in der Farbe Flamingo Pink. Das klingt an und für sich gar nicht so schlecht, aber ich habe es nicht so mit flüssigen, Wangenprodukten. Also mir sind da doch die etwas hybridartigeren Texturen, wie eben beispielsweise die Glow Play Blushes von MAC, ein bisschen lieber. So komplett flüssige Produkte finde ich ein bisschen schwierig. Flamingo Pink hat zwar an sich, also wenn man das jetzt hier an diesem farbigen Band messen kann, ist eine schöne Farbe, aber ja, ich erinnere mich nur an das Desaster mit dem Catrice Flüssig Blush aus der Jenny Kollektion. Von daher, wie gesagt, flüssige Blushes, das ist nicht so ganz meins. Von daher wird dieses Produkt auch weiter wandern. Aber dekorative Produkte sind natürlich immer was Schönes. Also das hier ist bestimmt, wenn man es richtig anwendet, ein schöner, frischer, frühlingshafter Blushton. Aber ich kann damit halt leider absolut nichts anfangen. Okay, viel Spannendes steht in diesem Heftchen jetzt natürlich nicht über einen flüssigen Blush drin, außer dass er eben den Wangen und den Lippen gleichermaßen einen leicht rosigen, gesunden Glow schenken soll. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, flüssige Blushes und ich, wir stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich bin da eher die Fraktion tatsächlich Creme Blushes, also so komplett flüssig, das ist mir ein bisschen zu viel. Creme Blushes sind aber durchaus okay. Und das ist halt auch wirklich der Grund, dass ich sage, dass auch dieses Produkt hier weiter wandern wird. Machen wir zur Abwechslung mal wieder mit einem Produkt weiter, welches ich definitiv behalten werde. Wir hätten hier nämlich von Glove einen Mask Remover. Also ein kleines Frottetuch, mit welchem ihr euch ja die Gesichtsmaske vom Gesicht waschen könnt. Ich werde dieses Tuch allerdings
Oh, das ist ja cool. Hier kann man nämlich noch einmal mit der Hand so reinfahren. Und das ist wirklich richtig praktisch, dass man da eben noch diesen kleinen Schlitz hat, wo man die Hand mit reinstecken kann, dass man dann auch wirklich richtig gut über das Gesicht fahren kann. Finde ich klasse. Also das wird definitiv behalten. Ob ich damit jetzt Masken abnehme, wahrscheinlich eher weniger. Also ich möchte es nicht ausschließen, aber ich benutze Crememasken relativ selten. Und dann muss es bei mir meist schnell gehen und ich wasche mir das Zeug einfach direkt über dem Waschlappen aus, direkt über dem Waschbecken aus dem Gesicht. Von daher wird der hier wahrscheinlich eher als, ja, als Abschminkwaschlappen umfunktioniert. Aber trotzdem, also ich freue mich darüber. Doch. Also das ist ein cooles Produkt, mit welchem ich auf jeden Fall eine Menge anfangen kann und welches bei mir auch definitiv in Verwendung kommt. Dieses Tuch ist übrigens speziell dafür entwickelt worden, auch besonders hartnäckige Gesichtsmasken sanft aus dem Gesicht zu entfernen. Die speziellen Polyesterfasern gleiten über die Haut, ohne sie zu peelen und hinterlassen einen geklärten Teint. Also das fühlt sich auch wirklich weich an. Ich meine, ich schminke mich normalerweise mit Waschlappen ab und da merke ich, das ist schon ein bisschen grob in meinem Gesicht. Also gerade um die empfindliche Augenpartie sind die Waschlappen ja ein bisschen grob. Von daher werde ich das hier wahrscheinlich auch gerade für die Entfernung von Augen-Make-up verwenden. Aber doch, also das ist ein schönes Produkt und da freue ich mich sehr drüber. Ich habe hier die letzten drei Produkte in dem Ei und das drittletzte Produkt ist ein Produkt, welches ich leider auch wieder aussortieren werde. Wir hätten hier nämlich von Hey Honey die Uncover Detoxifying Matte Mask. Und mit Schlammmasken kann ich einfach nichts anfangen. Also ich finde dieses Gefühl, wenn die Maske auf der Haut eintrocknet, einfach nur unheimlich unangenehm. Und ich mag es auch gar nicht, mir ja, diese harten Stellen dann aus dem Gesicht zu waschen. Ich meine, das macht jetzt natürlich Sinn. Jetzt haben wir natürlich den Handschuh von Glove hier drin gehabt. Aber ich mag solche Masken einfach nicht. Also auch diese ganzen Totes-Meer-Masken, die Schlammmasken, das ist einfach nicht meins. Also ich finde, es ist immer eine unheimliche Sauerei. Dieses ganze braune Wasser spritzt gefühlt immer überall hin. Klar kann man das dann sauber machen, aber ich finde, es ist einfach jedes Mal eine absolute Sauerei, wenn man so eine Schlammmaske verwendet hat. Und ich mag es halt wirklich nicht, wenn es in meinem Gesicht so hart wird, wenn es antrocknet, wenn es zieht, wenn es spannt. Nein, aus diesem Aspekt werde ich die Maske also definitiv weitergeben. Hey Honey ist an sich aber eine sehr schöne Marke. Ich habe nämlich noch die goldene Maske von denen und die finde ich eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Nichts Überragendes, aber hat eine, ja, eine schöne Pflege, würde ich sagen. Aber diese hier, ja, scheidet eben aufgrund der Schlammigkeit aus. Bei dem Schlamm in der Maske soll es sich übrigens um Beauty-Schlamm aus dem Toten Meer handeln. Der Schlamm klärt, entgiftet und verkleinert optisch die Poren. Plus wirkt Bienenpropolis gegen Unreinheiten. Und diese Maske besteht aus 99% natürlichen Inhaltsstoffen. Ja, auch das klingt wieder alles schön. Hey Honey ist ja auch wirklich eine sehr nachhaltige, sehr natürliche Marke. Aber ich wiederhole mich so ein bisschen wie eine gesprungene Schallplatte. Es ist einfach nicht meins und vielleicht kann ich damit jemandem anders noch eine Freude machen. Bei dem vorletzten Produkt oder bei den vorletzten Produkten handelt es sich, glaube ich, um einen kleinen Fehler, da ich dieses Produkt doppelt in meiner Box hatte. Und zwar wäre das von Diego Dalla Palma einmal so ein Augenbrauenstift. Und ich dachte gerade schon, dass es sich hierbei um Kajalstifte handelt, aber es handelt sich tatsächlich um dieselben Augenbrauenstifte, die übrigens auch wasserfest sein sollen. Okay, das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen spannend, denn ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es sich hierbei um Kajalstifte handelt. Und wären es Kajalstifte gewesen, ja, wären sie in hohem Bogen rausgeflogen. Aber Augenbrauenstifte kann ich eigentlich immer gebrauchen. Und der hier. Also ich muss sagen, ich werde mit Diego de la Palma auch nicht wirklich warm. Wir hatten ja schon des öfteren Mal Produkte von ihm in der Box, aber irgendwie, nee. Also das war jetzt wirklich eine ganz schwierige Geschichte, da dieser Augenbrauenstift wirklich sehr uneben malt. Also der hinterlässt keine schöne Linie. Mal malt er ein bisschen stärker, mal malt er ein bisschen schwächer. Und von der Farbe her.
Gut, von der Farbe her muss ich sagen, könnte er passen, aber also mir hat jetzt diese Anwendung auf dem Handrücken schon mal gar nicht gefallen. Man muss wirklich sehr doll aufdrücken, damit der Stift etwas Farbe abgibt und nee, also nee, ich kann mir nicht helfen. Ich kann mit den Diego Della Palma Produkten einfach nicht so viel anfangen und der hat jetzt hier auf meinem Handrücken schon so einen schlechten Job gemacht, dass der hier auch definitiv aussortiert wird. Viel lässt sich auch hier natürlich nicht über einen Augenbrauenstift sagen, außer dass er eben die Brauen on point formen soll mit der definierten Spitze, die aber gar nicht so definiert ist, um ehrlich zu sein. Es soll ein perfektes, natürliches Styling ergeben, plus lässt sich die Formel easy verblenden und sein Finish ist wasserfest und langanhaltend. Ja, nein. Also, ich finde die Spitze, um ehrlich zu sein, alles andere als präzise. Also die vom Brow Wiz, die ist präzise. Und die hier wird ja beispielsweise auch immer dicker, je länger man damit malt. Also man müsste diesen Stift auch konsequent anspitzen tatsächlich. Und ihr habt es gerade auf meinem Handrücken gesehen, der hat einfach wirklich keine kontinuierliche Deckkraft gegeben. Also man musste da sehr doll aufdrücken. Das fand ich auf dem Handrücken schon sehr unangenehm und das werde ich im Gesicht wahrscheinlich noch mal unangenehmer finden. Von daher ist dieses Produkt hier definitiv ein Flop-Produkt für mich und wird sowas von und absolut nicht bei mir bleiben. Kommen wir zum letzten Produkt aus dem Ei und bei diesem Produkt handelt es sich um ein Produkt, welches ich schon einmal in der Glossybox hatte. Und zwar wäre das von The Body Shop die Chamomile Cleansing Butter. Also ein Cleansing Balm, ein festes Balsam, was eben ja nach Kamille riechen soll. Ich habe es in der Zwischenzeit tatsächlich schon einmal aufgebraucht, da ich das eben als ja, Alternativprodukt in einer der letzten Glossyboxen hatte. Vom Effekt fand ich das ganz gut. Also es hat das Make-up sanft entfernt. Der Balsam hatte genau die richtige Konsistenz. Er ist schön auf dem Gesicht geschmolzen. Aber ich mochte den Duft nicht, um ehrlich zu sein. Also dieser Kamillenduft, den empfand ich als sehr muffig tatsächlich. Gut, er ist sehr schnell verflogen. Aber in dem Moment, gerade wenn man sich auch das ganze Gesicht abschminkt, man riecht ihn halt sehr präsent in dem Moment. Und da empfand ich ihn halt als sehr, ja, modrig und muffig. Nichtsdestotrotz werde ich den Balsam wahrscheinlich trotzdem verwenden, da ich ihn von der Abschminkwirkung her wirklich gut fand. Meine Augen haben nicht gebrannt. Er hat das Make-up wirklich sehr, sehr gut abgenommen und ja, der Duft. Also ich bin zwar schon ein duftiger Mensch, also ich mag es, wenn Sachen gut riechen. Da werde ich dann einfach drüber wegsehen, aber so vom Können her hat mich der Balm auf jeden Fall überzeugt. Dieser Cleansing Balm kann natürlich nicht nur die Haut vom Make-up reinigen, sondern gleichzeitig soll er die Haut auch pflegen, weil Kamille wirkt ja auch sehr beruhigend und diese Attribute macht sich dieser Cleanser jetzt natürlich zugute. Die Butter soll Unreinheiten und verstopfte Poren vorbeugen und sie gleichzeitig erfrischen und mit wertvollen Nährstoffen versorgen. Plus ist dieser Balsam Kontaktlinsen geeignet. Das heißt, wenn ihr also Kontaktlinsen habt, ich meine, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich würde mal vermuten, dass man die Kontaktlinsen beim Abschminken so oder so rausnimmt. Aber falls ihr sie mal vergessen solltet, kann dieser Balm auf jeden Fall wohl ja, dafür verwendet werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde diesen Cleanser auf jeden Fall nochmal verwenden, auch wenn er halt wirklich, ja, nicht ganz so gut riecht, aber er schminkt das Gesicht eben wirklich gut ab und das ist am Ende des Tages ja eigentlich die Hauptsache. So, ihr Lieben, wir wären einmal am Ende des Videos angekommen und ihr habt vielleicht schon gemerkt, das war nicht meins. Also, ich kann tatsächlich mit den meisten Produkten absolut nichts anfangen und ich finde auch, dass es dem Ei irgendwie an Wow-Faktor gefehlt hat. Also da hätte zumindest ein Produkt drin sein sollen, bei welchem man wirklich, ja, diesen Wow-Faktor irgendwie gehabt hätte. Fairerweise die Mischung an Produkten fand ich sehr gut. Also man hatte aus jeder Kategorie etwas. Man hatte Pflege, man hatte dekorative Kosmetik, man hatte Haarpflege. Also von der Produktvielfalt hat mir das Ei gut gefallen, aber die einzelnen Produkte,
Ja, die haben mir irgendwie nicht so zugesagt. Also ich habe mich tatsächlich auch nicht spoilern lassen. Also ich wusste von keinem einzigen Produkt, das in diesem Ei eben ja versteckt ist. Also ich bin da komplett blind rangegangen. Hätte ich mir das Ei gekauft, wenn ich es vorher gewusst hätte? Tatsächlich wahrscheinlich eher nicht. Also für 35 Euro, die wir eben als Abonnenten bezahlen, finde ich das Ei okay, denn das von Look Fantastic kostet, glaube ich, 75 Euro. Gut, da hat man weniger Produkte, aber höherpreisige Produkte mit drin. Für mich hat sich das Ei jetzt tatsächlich nicht gelohnt. Gerade auch unter dem Aspekt, dass ja, die Produkte halt irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Also ich kann irgendwie auch nicht mal in Worte fassen, was mich da jetzt genau gestört hat. Ich kann halt mit vielen Produkten einfach nichts anfangen. Ich finde, Selbstbräuner muss man nicht unbedingt in eine Box packen, um ehrlich zu sein. Die Make-up-Produkte waren an sich eigentlich ganz schön. Da hatte ich halt einfach nur das Pech, dass es eben wirklich nicht meine Farben waren. Aber für mich hat sich das Ei jetzt tatsächlich nicht gelohnt. Und ich würde auch sagen, das lohnt sich vielleicht eher für Leute, die auch die Glossy Box nicht im Abo haben. Denn da waren schon ein paar Produkte drin, die man auf jeden Fall im Laufe der letzten Zeit mal in der Box hatte. Und mir hat eben, wie gesagt, nochmal dieses Wow-Produkt gefehlt. Das Produkt, wo ich sage, okay, deswegen alleine lohnt sich dieses Ei auf jeden Fall. Von daher kann ich euch das Ei jetzt weiterempfehlen. Nicht so wirklich, außer ihr seid eben wirklich, ja, kein Abonnent. Dann zahlt ihr allerdings 45 Euro, was ich persönlich jetzt schon wieder zu viel für das Ei finde. Was ich schön finde, ist natürlich die Optik. Also darüber müssen wir nicht reden. Das ist auch ein richtig dicker Karton. Also hier bekommt ihr wirklich eine richtig, richtig schöne Verpackung. Aber darum geht es ja nicht. Also ihr kauft das Ei ja nicht nur wegen der Verpackung, sondern eben primär für den Inhalt. Wie gesagt, der war schön zusammengestellt, aber ja, mich kann es halt einfach nicht so überzeugen. Und für 45 Euro wäre ich persönlich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. 35 finde ich okay, das ist wirklich ein fairer Preis, aber ein Zehner mehr wäre mir persönlich jetzt schon wieder ein bisschen zu viel. Aber ja, am Ende müsst ihr natürlich entscheiden, ob sich der Inhalt für euch lohnt oder nicht. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht. Also fandet ihr das Ei gelungen? Würdet ihr es euch kaufen oder habt ihr es euch gekauft? Und wie findet ihr die Produkte? Lasst mich das unten in den Kommentaren gerne einmal wissen, sodass wir uns ein bisschen über das Ei austauschen können. Ansonsten würde ich aber sagen, dass wir jetzt auch endlich am Ende des Videos angekommen sind. Das war jetzt doch ein sehr langes Unboxing, eben da wir auch wirklich 12 Produkte in dem Ei hatten. Und ihr wisst ja, ich erzähle immer gern ein bisschen was über die einzelnen Produkte. Jetzt war es das aber wirklich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten, guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!